Und Rowan wirft uns wieder den bösen Blick vor. Yo, hi, willkommen. Mein Name ist der Nero EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch dabei, diesen Berg zu erklimmen. Wir müssen zum Gipfel gelangen, um ins Innere zu gelangen, was, wie ich finde, sehr tiefgründig klingt. Und ja, ich bin nochmal kurz zum Speicherpunkt zurückgegangen und ja, die Artsiegel, die auf, ich glaube, Elise und Jude waren, die sind verschwunden. Das war auch ein netter Nebeneffekt, muss ich sagen. So, jetzt mache ich euch fertig. Nur so aus Rache. Zack. Und kann ich... Nee, verdammt. Aua, aua. Ah. Warte mal, mit Erwin kann ich doch mit dem Feuerdingen... Aua. Ich dachte, ich kann mit dir... Wer hat hier Orangengummi eingesetzt? Mein Gott, wie könnt ihr es wagen? Elvin, bist du nicht... Ich bin gar nicht mit Elvin verbunden. Warum nicht? Warum nicht? Hey, antworte mir. Ne, warte, wir kommen zum Leben, ja. Sag. Ich dachte, ich kann mit dir, Mann. Boah, wieso geht das nicht? Konnte ich nicht mit dir diesen Feuerangriff einsetzen? Nein, nicht. Was? Ja, sie denkt sich nichts dabei. Ist ganz normal. Dumm, dumm. Haha, verarscht. Ja, den hätte ich, boah, genau zwei Stück, die hätte ich gerade gebrauchen können. Von der kam ich. So, verarscht, ich will doch gegen dich kämpfen. Haha. Wo bin ich ein Arsch? Wow, was so? Ich bin ganz teleportiert. Boah, ich hoffe, es gibt nicht so teleportierende Viecher wie in Tales of Graces. Besonders am Ende des Spiels, in dem Bonus-Dungeon. Gab es so richtig nervige Viecher, die sich immer teleportiert haben. Aua. Ich weiß mal jemand anderen. Das brauche ich Alvin. So, kämpf gefehlt in den hier. Oh geil. Stimmt ja, der eine Angriff. Zack. Und Elisa hat ein Level up. Schön. Geisterverschiebungstalent. Oh. Unsere allererste Trophäe. Schön. Ja, das ist die erste Trophäe, die ist jetzt aufgeploppt ist. Normalerweise bekommt man Trophäen ja immer so. Keine Ahnung. Erste Level abgeschlossen oder irgendwie sowas. So, Tipocopter. Fliege auf Tipo durch die Luft und verpasse deinen Gegnern Schläge. Mit dem Teil so die Schläge aus. Okay. Habe ich mit ihr noch nicht den Schlüssel aktiviert? Wo ist der Schlüssel überhaupt? Hallo? So, was haben wir denn hier noch? Bewegung. Überhaupt braucht sie jetzt nicht so. Mehr so TP und Geist und. Ja, da bin ich eigentlich schon gut aufgebaut, sehe ich gerade. FP, genau. Ja, ist auch gut. So, da sind direkt zwei Dinger aufgetaucht, sehe ich. Und ich habe sie auf Stärke, was? Okay. A-Verteilung und A-Angriff. Dann gehen wir mal... Hier drauf und hier drauf. Komisch, dass das 12-jährige Mädchen die höchste Intelligenz hat. Ist ja eigentlich Rowan haben. Also erfahrungsmäßig.
Oh, 40 Blüten, gut. Da habe ich nicht vergessen. Die Baum war für diese Pink-Fetisch-Mädchen. Was auch immer die damit machen wollen. P-Angriff und A-Angriff und A-Verteidigung und was weiß ich. So, nein, ich möchte hier nicht runterspringen. Ich bin noch nicht bekloppt. Und halt. Warte mal, wer hatte jetzt... Irgendjemand hat doch was Neues gelernt, oder? Ah ja, Elise. Was? Nein. Tipokopter. Ja. Du machst Tipo Spray hier und Tipokopter kommt hier hin. So, dann gucke ich mir nochmal an, wo Heilner Kreis und so weiter das ist. Negative Gate. Mal da hin. Da kannst du mal Dingens einsetzen. Wie geil. Nein, falscher Knopf. Okay. Zack, 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 zack. Wie geil. Elise macht euch platt. Sterbt. Ja. Bringt fast gar nichts, aber egal. War ein schöner Angriff. Zack, 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 zack. Elvin, helf mir mal gegen den. Ich kann nicht so Combo-Angriff einsetzen, ne? Schade. Und nochmal, Tipokopter! Nein. Ich flieg vollkommen woanders hin. Schön. So ein richtig schöner Kampfstil. So, verdammt, verdammt. Hier runter. Oh, ich sehe schon. Ein Haarband. Sieht aus wie so ein Naruto-Stirnband. Boah, was? Gott. Ah, so. Hilfe. Und zack. Das hat's voll gebracht. So. Schön. Ich frage mich ja, wenn ich jetzt so einsetze, gilt das dann auch so als dieser Angriff? Weil er wird auch so flammt wäre. Oh, ich habe keine TP. Und zack. Das kannst du mich heilen, Elise. Schön. Weiter geht's. Verlässlicher Partner. Okay. Ich denke mal, ich nehme mal einfach an, dass diese Titel einen Punkte geben. Ich glaube, dass die geben auch wirklich Punkte. Und ja, die Punkte sind sozusagen Gradpunkte, die man am Ende des Spiels dann für einen neuen Spielstand ausgeben kann. Also ich könnte mir vorstellen, dafür wären die Punkte gut. Silberhut. Ja, du nimmst den, oder? Ja. Warum nicht? Hallo. So. Runter. Boah, geh weg. Hab bin ich so ab, das macht mich nervös. Ja, verdammt, da kann ich auch noch hin. Ja, hi, da bin ich wieder. Zack. Ey, zack, 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 hab ich gesagt. Ja, ich hätte aus der Entfernung hätte ich eigentlich auch zweimal sagen können.
Ja, was macht ihr? Hey, wärst du gerade ab? Ich glaube, ich bin da. Allein kann ich diesen Abwehrbrecher nicht einsetzen, ne? Ey, zack, 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 zack. Boah, selbst wenn ich im Gesicht schieße. Aua. Und schon wieder allein. Und der voll am Leiden. Lähmung. Ja, dann kann man nicht mehr angreifen. Das kenne ich. Also man läuft dann, also in Tales of Grace war es so, man läuft auf einmal. Kann man nicht mehr irgendwas machen. Blöd. So, ich glaube, ich muss hier runterspringen. Da ist eine Truhe, ich möchte da runterspringen. Aber da möchte ich mich von der Klippe stürzen. Hey, man kann auch gemütlich runter. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg da runterspringen. Nein, verpasse ich hier noch einige Sachen, dann komme ich nicht mehr hoch. Und dann bin ich so schön. Und dann bin ich traurig und dann weine ich. Und dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Und dann schmeiße ich jetzt gegen die Ecke. Nein. Nie im Leben. Ach, was alles. Man lebt nur einmal. So, wie, das hat sich nicht gelohnt. Und man kann ja wieder hoch. Gut. So, was haben wir hier drin? Orangengummi. Gut, könnt ihr wieder halt verballern. Und hier haben wir einen biegsamen Efeu. Und hier haben wir Monster. Und Stein. Und Roan. Boah, er bewacht hier voll mit Dingen. Ich glaube, Spinne. Und dann haben schwarze Feder wieder. Ich hoffe ja mal, man kann die irgendwann gegen bessere Sachen eintauschen. Tales of the Abyss gab es zum Beispiel auch ein Casino, das immer wertvollere Sachen im Laufe der Spielzeit angeboten hat. Ich denke mal, das ist hier. Oh, hier geht man runter. Ich denke mal, das ist genauso hier. Hoffe ich jedenfalls, weil sonst wäre das ziemlich bescheuert. Ich glaube nicht, dass das Spiel bescheuerte Sachen hier einbaut. Das wollte ich jetzt nochmal so loswerden. Okay. Wir sind doch ja schon hoch genug. Oder? Ne, ich bin ja irgendwie mehr oder weniger rausgegangen. Nordwestlich. Ach so, dann ist der Bereich genau. Genau. Ah. Aha. So, und dich habe ich überrascht. Boah, bin ich der Hammer. Zack. Nochmal. Bebenbrecher. Boah, hat es voll gemacht. Und nochmal. Bebenbrecher. So anfällig. Du bist anfällig. So was sollte ich vielleicht mal achten. Zack. Nee, nicht nochmal Bebenbrecher. Yeah, finished. Like nothing. Okay. Hier lang. Ich bin jetzt wieder hier im Anfangsbereich, oder? Nein! Hahaha. Was machst du jetzt? Hahaha. Ich bin so flink. Der alte Mann ist viel zu schnell für dich. Und wieder Stäublinge, gut. Wer Ninja. So. Gehe ich aber erstmal wieder nach. Nein! So, jetzt seht ihr mal, wie es mit der Flucht hier abläuft. Wir drücken auf Flüchten und dann flüchten wir. Ah! Und das Monster verschwindet, glaube ich, auf dem Feld. So, ich werde das nächste Mal herausfinden, wo genau ich hier gerade bin. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.